Hallo Leute und willkommen zu diesem Mal wieder auf meinem Kanal und heute gibt es eine Ninjago-Reaction. Ja, ich reagiere auf Staffel 16, Folge 12, der Rat des Diamantkönigs. Und ja, ich bin schon sehr gespannt auf die Folge. Kleine Info auch noch am Rande. Ich habe ja letzte Woche gefragt, ob ihr Bock hättet, dass ich dieses eine Set aufbaue in einem Stream. Viele von euch haben ja gesagt. Also werde ich gucken, vielleicht so in den nächsten zwei Wochen mal so einen Stream zu machen. Da werde ich auch nochmal so eine Ankündigung machen. Aber ja, ich schätze mal, den würde ich vielleicht so mittwochs rum vielleicht machen. Vielleicht auch so samstags. Ich werde mal gucken. Aber ja, dann wisst ihr jetzt, dass es schon bald einen Livestream geben wird, wo ich dieses Set endlich mal aufbaue. Weil das liegt jetzt bei mir schon über ein Jahr lang rum und ich habe es nie aufgebaut. Aber ja, dann würde ich mal sagen, starten wir mit der Reaction. Letztes Mal bei Ninjago. Die Ninja können Hound Dog McBrock entkommen. Als ihnen das gelingt, machen sie sich auf zum Mechaniker. Lloyd gibt sich als der Schurke aus und erhält so eine Einladung zum Diamantkönig. Der Rat des Diamantkönigs. Ui, okay, das Bild sieht schon mal nice aus. Eben, der Folgentitel, der Rat des Diamantkönigs, aber dann sieht man hier so zum einen Pythor, den Kabuki-Maskentyp, den Totenkopf-Magier, Asphera, den Mechaniker, aber wer ist das hier? Ich würde jetzt mal sagen, weil ich auch schon weiß, dass er zurückkommen wird, es ist Mr. E, nämlich da der Motorrad-Typ, der ja damals von Garmadon weggebracht wurde, aber wahrscheinlich getötet wurde, aber ich weiß nicht ganz, man hat nie wirklich gesehen, was mit ihm passiert ist. Und übrigens auch noch eine Korrektur zu letzter Folge, ich habe ja da auch noch ein paar Schriften eingeblendet, als ich merkte, dass ich einen Fehler gemacht habe. Nämlich die Ninas haben irgendwas von 5 Schurken gesagt, die inzwischen sind, oder der 5. Schurke, der noch fehlt. Und die Folge hieß auch der 5. Schurke oder so. Und eben, man sieht hier schon, es hat eben Pythor gegeben, den Kabuki-Maskentyp. Weil irgendwie an den habe ich gar nicht gedacht. Dann noch den Totenkopf-Zauberer und das Fähre, an die ich auch irgendwie gar nicht gedacht habe, komischerweise. Und dann eben den Mechaniker. Und der ist eben der 5. Und man sieht, sie sind alle so an einem Tisch dann, weil sie ja eben dieser Rat werden, für was der Kristallkönig wohl diesen Rat braucht. Wer weiß, und hier ist noch so eine kleine Kristallspinne. Ja, dann gucken wir mal, was so in der Folge passiert. Ich bin schon sehr gespannt, weil ich glaube, das könnte eine wirklich nice Folge werden mit den ganzen Schurken zusammen. Ah, da sehen wir schon Leute. Mit der Spinne. Also, wo führst du mich hin? Und wer ist dieser Diamantkönig? Hey, was ist los? Nicht so gesprächig? Naja, das ist nur so eine Spinne, die ein Hologramm anzeigt. Ich glaube nicht, dass die Spinnen wirklich selber agieren. Wahrscheinlich einfach, die haben wahrscheinlich irgendwas eingebaut, dass wenn Ninjas irgendwo wären, dass die angreifen. Aber sonst ist, glaube ich, nicht wirklich viel dabei, so dort, ja. Sonst machen die, glaube ich, nicht wirklich mehr, als nur jemanden irgendwo hinbringen, so, ja. Wohl eher nicht. Eigentlich auch noch interessant, so Pythor hat so einen fetten Chat bekommen, mit dem er weggeflogen ist. Na gut, war natürlich halt auch im Gefängnis, da musste man gutes Transportmittel haben und Lloyd muss jetzt hier den nachlaufen durch die Kanalisation. Hätten auch ein Gefährt schicken können, das ihn mitnimmt oder die Kristallspinne ihn tragen hätten können, wie Pythor. Naja, anscheinend nicht alles so Premium wie Pythor. Der ist einfach erster Klasse mitgeflogen. Und Leute, ist ja so Holzklasse. Übrigens, nur gerade, weil mir das in den Sinn kommt. Ich bin letzten Samstag mal alleine mit dem Zug gefahren und ich glaube, beim Zurückfahren bin ich aus in irgendeine Klasse rein. Also, ich weiß nicht ganz, aber dort war so eine Zeitbahn angeschifft und ich weiß nicht ganz, ob das irgendwie so für zweite Klasse steht oder so. Und ob das irgendwie so extra Plätze sind, die man zahlen hätte müssen. Ja. Hilf mir auf die Sprünge. Wieso steckt Lloyd jetzt in diesem Kostüm? Zane könnte sich doch viel besser tarnen. Nochmal, wir brauchen ihn hier, um Lloyd zu verfolgen, kapiert? Oh, wow, hier sind Massen an Nudelsuppen. Was für Suppen? Hühnernudelsuppe, Gemüse, ist auch Rindfleischnudelsuppe? Das gefällt ich deine hungrigen Finger davon. Ich glaube, das heißt nein. Ja, vielleicht verdient er ja so sein Geld, indem er Nudelsuppen verkauft. Die stillgelegte U-Bahn. Hat Jay nicht behauptet, es gibt einen Geheimeingang? Das wäre echt verrückt, wenn Jay mal recht hätte. Zane, könntest du das hier bitte in den Nudelkocher tun? Es gibt einen Nudelkocher, der eingebaut ist. Und, oh nein, ich glaube, der Mechaniker wird sich gleich vielleicht ein bisschen befreien. Oh. Warte mal, die haben ihn gefangen genommen, aber haben ihm noch einen Arm dran gemacht.
Na gut, ein bisschen sozial sein geht ja auch. Ich meine, jemanden einfach ohne Arm da sitzen zu lassen, während der eigentlich einen Arm haben könnte, ist da vielleicht auch ein bisschen gemein. Aber ich hätte ihm vielleicht eher den Arm abgelassen, wenn ich die Ninjas gewesen wäre, anstatt ihm nochmal extra einen Arm dran zu stecken. Hab so einen Kohldampf. Gib schon her das Zeug. Oh, sie ist kalt. Haben die die nicht gerade erst aufgewärmt? Das ist doch dort, wo diese Lieferung war. Was sollen wir hier? Doch noch nicht. Hatte Jay etwa recht? Ja, wow, die geben dem ja sehr lange Zeit, um dort reinzukommen. Direkt unter den Jago. Oh, ja, das meinte ich damit mit Transportmittel. So, jetzt ist Leute auch erste Herr Klasse. Bitte schnallen Sie sich an. Ui. Oh nein, jetzt fliegt ihm der Schnauze ab, oder? Ah, doch nicht. Zack. Leute, Tempo drauf. Wir müssen Leute verfolgen, schnell, sonst verlieren wir ihn. Kai, muss das sein? Ja! Oh, das oh. Muss sein! Toll, Jay, toll! Er hat sich selbst befreit! Keine Sorge, alles unter Kontrolle! Mach mal diese Scheißnudel weg! Zeit auszusteigen! Oh oh. Hey, da ist Okay, erstens. Das ist der Dr. Stone-Typ, oder wie der hieß. Zweitens, der hat da was in der Hand, das wir ja aus den älteren Staffeln schon kennen sollten. Die Teekanne der Verbannung. Aber ist das nur ein kleines Easter Egg, oder könnte das vielleicht eine Anspielung darauf sein, dass in einer späteren Staffel Nadakan wieder zurückkommt? Weil der hat einfach die Teekanne und... Es könnte ja sein, dass vielleicht Nadakan wieder zurückkommen würde. Nebenbei auch ein kleiner Filmfehler anscheinend, weil hier drauf ist das Symbol auf der Teekanne, das ja das Zeichen der Luftpiraten auch, glaube ich, ist. Dieses Zeichen ist hier schon vollständig drauf. Also es müsste ja vollständig sein, um Nadakan zu befreien. Aber ist er jetzt in dem Fall schon frei oder ist er noch nicht frei? Fragen über Fragen, doch keine Antwort in Sicht. Auf ihn mit Gebrüll. Hey, ist das dort hinten nicht der legendäre violette Ninja oder was ist ein anderer? Sieht etwas ähnlich aus, finde ich. Augen auf, Jungs. Er muss hier irgendwo sein. Als ob der jetzt so schnell weg ist. Da kommt ein Licht. Das ist ein Zug. Oh, da bist du. Oh, Mann. Jetzt bin ich jetzt so. Komm. Oh, nein, Shane. Ich wollte nur sicher gehen, dass ihr wach seid. Schnappt ihn! Kapierst nicht warum? Mach dieser Typ und so viel Ärger! Vielleicht sind wir eingerostet! In meinem Fall kann das nicht sein! Ich bestehe nämlich aus rostfreiem Metall! Glaub ich nicht! Blechdose! Sein! Oh Mann, wartet! Eine Spinne! Wer hat die nicht drauf? Du willst mehr? Wie geht's mit einer Ladung Gerechtigkeit? Jetzt weiß die Spinne, dass der andere gar nicht der echte ist. Oh Mann. Mein Fehler. Das macht einfach Spaß. Oh Mann, die sind komplett kau. Oh ne. Ich dagegen, das mach das knapp. Locker den ganzen Tag. Wir geben nicht auf. Aber ich will den Diamantkönig nicht warten lassen. Ich muss los. Und tschüss. Leute, bitte komm. Leute, hörst du mich? Cole, bist du das? Der Mechaniker hat sich befreit. Was? Ich verstehe nichts. Irgendwas muss... Oh oh. Oh nein. Was bedeutet das? Was passiert hier? Es scheint, als ob irgendetwas den Empfang stört. Wir können gar nichts tun. Lloyd ist auf sich gestellt. Oh nein, die Spinne. Naja, eigentlich, wenn sie die Spinne gesehen hätten, hätten sie was tun können. Nämlich die Spinne aufhalten, denn dann wäre vielleicht die Information etwas weniger schnell zum Diamantkönig durchgesickert. Aber sie wussten es natürlich nicht. Ja, also kann man ihnen jetzt keine Schuld wirklich zuweisen. Zane, könnt ihr mich hören? Oh oh. Ui.
das Versteck des Diamantkönigs. Ich habe auch ein bisschen Stein-Samurai-Vibes. Das sieht wirklich fast exakt so aus wie aus Staffel 2, da die Steinsamurai-Armee, die die Schlangen gefunden haben. Und oh ne, diese Steinsamurai bestehen aus Tiefenstein. Oh Mann, das heißt, diese Dämonen gegen Elementarkräfte. Wartet mal, die Steinsamurai, die damals waren, waren doch auch immun gegen Elementarkräfte. Nur mit den goldenen Waffen, die sie bekommen haben, die neuen, da diese lichtschwertähnlichen Dinger, den konnten sie aber besiegen. Okay, das ist jetzt interessant irgendwie so, ja. Tiefenstein. Ist das die Spinne, die weiß, dass er der Falsche ist? Hey, warte doch mal! Oh, jetzt sind dort die Schurken, oder? Ui. Oh, das sieht das. Hier Namir Pythor, Mr. E, der Totenkopfmagier, Asphera. Oh ja. Treffen der Bösewichte. Mr. E? Mr. F. Das neue Modell. Leider kann er immer noch nicht sprechen. Das neue Modell. Und du bist? Ich? Ich bin der Mechaniker. Muss ich den Namen kennen? Also, wenn du in Ninjago lebst, dann schon. Ich habe damals Unagami befreit, bevor die Ninja kamen und ihn in so einen handsamen Typen verwandelt haben. Die Ninja haben schon so oft unsere Pläne durchkreuzt. Heimzahl! Die ist irgendwie besessen von Rache. Irgendwie, die hat da irgendwelche Probleme. Und irgendwie ein interessantes Bild von Pyto gerade. Heimzahlen, heimzahlen. Was? Was? Was hast du gesagt? Wer sitzt denn da? Unser Gastgeber, nehme ich an. Der Diamantkönig. Falsch. Dort sitze ich. Du bist nicht der Diamantkönig? Ich bin nur ein Gesandter. Ich bereite den Weg und führe seine Befehle aus. Wie ein Diener? Gib Acht auf deinen Ton, Vangelis. Immerhin hast du mir deine neuen Flügel zu verdanken. Oder willst du es dir nochmal überlegen und wir schicken dich dahin zurück, wo wir dich hergeholt haben? Was will dieser Diamantkönig? Er wird uns bei Zeiten in seine Pläne einweihen, aber noch ist es nicht so weit. Unglücklicherweise sieht es so aus, als hätten wir einen Betrüger unter uns. Was? Wo ist er? Wer? Du bist es! Wie kannst du es wagen? Du bist der Einzige hier mit Maske. Mit Maske. Er doch auch! Er doch auch. Seid still. Und zwar alle. Schaut. Und macht euch selbst ein Bild. Oh oh. Aber ich will den Diamantkönig nicht warten lassen. Ich muss los. Und tschüss. Oh oh. Und jetzt? Wir müssen Lloyd warnen, dass jetzt der echte Mechaniker im Anmarsch ist. Ihr habt eine Sache übersehen. Das da. Hä? Wie nach, ihr Trottel. Oh, er kann das Ding sogar benutzen. Oh. Oh ja, das ist. Oh yeah! Ah, das gefällt mir. Weil ich habe schon mal überlegt, schade, dass Pythos Fähigkeit nie mehr benutzt wurde. Er seine Fähigkeit nie mehr benutzt hat, weil er sich ja unsichtbar machen konnte, aber nein, jetzt hat er es wieder mal benutzt und irgendwie sieht Pyto plötzlich größer aus als sonst, irgendwie, finde ich. Aber ey, das muss ich mir nochmal ansehen. Hier, zuerst wird weggeschossen und plötzlich wird er... Das... Ich lieb das, okay? Ich lieb das wirklich, dass die Macher wieder ein bisschen auf sowas auch achten. Das ist schön. Ja, go! Oh oh. Du hast also den ganzen Weg auf dich genommen, um rauszufinden, wer ich bin. Nein, eigentlich nur, um herauszufinden, wo der Kristallkönig ist, Diamantkönig ist und um alle Schurken und so aufzuhalten. Ich glaube, er war ihm relativ egal, aber ich glaube, ich weiß schon, wer ist. Ahnst du es denn nicht? Kannst du es... Interessant, dort Pyto und Asphera zusammenzusehen. So Schlange und Schlange. Und ich glaube, sein Outfit hatte er auch damals bei der Chen-Staffel an. Heute wirklich nicht. Oh oh. Ich gebe dir einen Tipp. Die Spinne geht nach Haus. Schlaf ein.
so leise wie eine Maus schlaf. Das ist das Lied, das Harumi gesungen hatte. Das kann nicht sein. Das habe ich letztens noch gehört bei Brody's Reactions. Und ja, es ist Harumi. Auch nicht traurig sein. Das ist viel zu schade, dass ich es leider schon wusste. Es wäre so ein Plot-Twist gewesen, dass es Harumi ist. Aber jetzt frage ich mich, was ist passiert? Wie hat Harumi den Einsturz des Hauses überlebt? Demnächst bei Ninjago. Ui, jetzt Harumi kommt hat Lloyd im Auftrag des mysteriösen Diamantkönigs gefangen genommen. Doch die Ninja sind bereits auf der Suche nach ihrem verschwundenen Freund. Das war jetzt cool, doch dieses Los Ninjago. Boah. Die Musik auch. Oh, ich kriege jetzt ein bisschen Gänsehaut. Also, kommen wir jetzt zu einer kleinen Review der Folge. Wie hat mir die Folge gefallen? Nun ja, sie hat mir jetzt wirklich wieder sehr gefallen. Ich muss sagen, das ist, glaube ich, jetzt schon wieder eine meiner Lieblingsfolgen aus der Staffel. Ich glaube, das ist jetzt wirklich schon so eine meiner Lieblingsfolgen aus der Staffel. Ich fand es cool, mal alle Schurken auch zusammenzusehen, die bis jetzt befreit wurden und anscheinend auch wieder zusammengebaut wurden, weil anscheinend wurde Mr. L, der Typ da zu Mr. F, der irgendwie ein neues Modell bekommen hat, wahrscheinlich irgendwie neu zusammengebaut wurde, nachdem Gamadon ihn verschrotten lassen hat anscheinend. Und ja, der Plotmist mit Harumi hat mir eigentlich auch sehr gefallen, dass sie jetzt wieder zurückkommt, weil ich muss dazu sagen, die Staffel mit Gamadons Motorradgang im Land der Drachen und auch noch Rückkehr der Uni, eigentlich fand ich die Staffel nice, muss ich dazu sagen. Die haben mir eigentlich noch gefallen von den neuen Staffeln. Zum Beispiel so eher so, die Staffel mit der Sphäre ist jetzt nicht so meins, aber zum Beispiel die mochte ich, Harumi als Charakter mochte ich eigentlich auch, so dieses Prinzip auch, dass sie damals beim Schlangenmeister auch dabei war und halt was halt auch bei Harumi ein Punkt war, dass sie ja Gamadon als Held angesehen hat anstatt die Ninjas, dass nach der Meinung von vielen Leuten ja eher Gamadon der Held war, weil er ja den Schlangenmeister besiegt und die Ninjas ihn ja halt nicht besiegen konnten, auch wenn es natürlich am Ende eine Teamarbeit war von den Ninjas und Gamadon. Aber ja, ich muss aber auch sagen, ich finde es jetzt wirklich schade, dass ich schon gespoilert wurde, dass Harumi zurückkommt und dass sie der Typ sein wird, weil sonst wird das richtig geil gewesen, jetzt wenn er das Lied singt, dieses Spinnenlied da und dann so zu Lloyd geht. Oh, das wäre so geil gewesen. Schreibt mal in die Kommentare, wusstet ihr schon vorher, dass Harumi das ist? Oder war das für euch wenigstens so ein richtiger Plot-Twist, dass sie es plötzlich ist? Schreibt es mal gerne in die Kommentare, wie eure Meinung dazu ist und wie ihr so reagiert habt und dass ihr so von Harumi haltet. Was ich auch cool fand, war, dass man jetzt ein bisschen mehr auf die Kontinuität von Ninjago und die Geschichte vorher ein bisschen geachtet hat, und zwar halt damit, dass man Pythos Fähigkeit wieder mal eingesetzt hat, weil ich dachte mir halt, Pythos Fähigkeit unsichtbar zu machen ist eigentlich sehr OP, kann man eigentlich auch sagen, und warum benutzt die nicht öfters? Keine Ahnung, warum eigentlich so ganz, aber ich fand es halt cool, dass man sie jetzt wieder mal eingebaut hat, um zu zeigen, ja, Pytho kann das noch. Also fand ich ein nettes Detail von den Machern, dass sie das nochmal eingebaut haben. Aber ja, ich bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ja, dann würde ich mal sagen, war es das leider schon mit dieser Reaction. Obwohl, keine Ahnung, wie lang die Reaction bis jetzt ist. Mal gucken. 26 Minuten. Nice. Auf jeden Fall, dann würde ich mal sagen, war es das für diese Reaction. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert auch gerne den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Reactions mehr zu verpassen. Und selbst wenn ihr nur die Reactions auf dem Kanal guckt, abonniert gerne den Kanal, denn dann unterstützt ihr mich und meine Videos. Und ja, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, ciao, tschüss.